glaube, HR ist ja eine der wenigen Abteilungen im Unternehmen, die keine eigenen Interessen haben. Man nimmt mal ein paar Ausnahmen, wenn ich jetzt selber eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter suche, das ist mein eigenes Interesse. Aber auch da möchte ich ja eigentlich mit dieser Mitarbeiterin oder mit dem Mitarbeiter eigentlich helfen, dass die anderen Abteilungen wertschöpfend arbeiten können. Deswegen hört man ja immer, HR ist nicht wertschöpfend, aber wir sorgen dafür, dass andere Abteilungen wertschöpfend sind. Mit unseren Instrumenten, mit unseren Rahmenbedingungen, mit unserer Gesprächsbereitschaft. Und das ist genau das, was wir glauben, dass es nicht nur für HR wichtig ist, sondern dass wir das in die gesamte Organisation letztendlich reintragen. Und da dann wirklich als anerkannter Partner auf Augenhöhe gesehen werden wollen und hoffentlich dann auch gesehen werden. Ich glaube ganz stark ja, weil es gibt kein Unternehmen, das ich kenne, was nicht mit Mitarbeitenden arbeitet. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Alle Mitarbeiter sind ja nicht nur Menschen, das sind ja auch eigene Persönlichkeiten. Und in der Normalität kenne ich diese Persönlichkeiten gar nicht. Aber alle müssen miteinander zusammenarbeiten und alle handelnden Personen in einer Organisation mit eigenen Ängsten, Wünschen, Hoffnungen, Befürchtungen, das ist eigentlich das, was wir sichtbar machen wollen und daraus die Kultur prägen wollen. Ja, und deswegen sage ich auch immer, die Kultur wird von den Menschen im Unternehmen geprägt, die dort handeln. Und die muss ich kennen. Und das ist halt genau die Aufgabe von HR, Rahmenbedingungen zu schaffen, Gespräche anzubieten und Strukturen zu schaffen, damit die alle in diesem Unternehmen perfekt miteinander arbeiten können. HR ist vielleicht ein Baustein. Ich glaube, wenn man sich mal die Frage stellt, wer ist denn im Unternehmen für Personalentwicklung verantwortlich? Wenn ich das 100 verschiedenen Menschen stelle, werde ich wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten bekommen. Meine Antwort darauf ist, wir sind alle verantwortlich. Wenn die Geschäftsführung nicht den Raum bereitstellt, dass Weiterentwicklung passieren kann, dann wird es nicht funktionieren. Wenn die Führungskraft des Mitarbeiters nicht bereit ist, Raum zu schaffen oder auch Weiterentwicklung zu gewährleisten, wird es nicht funktionieren. Wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter selber sich nicht weiterentwickeln möchte, und ich kenne niemanden, der sich nicht weiterentwickeln möchte, dann wird es aber auch nicht funktionieren. Und dann kommt eben wieder HR und muss dann die Rahmenbedingungen schaffen, muss den Prozess begleiten. Ja, und wenn sie ihren Job nicht machen, dann wird es auch nicht funktionieren. Und deswegen sage ich, HR ist ein wesentlicher Beitrag, aber es ist natürlich nicht der alleinige.